wieso komme ich denn jetzt nicht raus? Ich weiß nicht, ob das so soll. Oh Gott, ich glaube nicht. Jetzt bin ich wieder hier oben. Ich muss eher nach oben. So. Hier komme ich ja nicht durch. Von da komme ich. Ich muss da hoch. Das dann machen, dass ich da so viel Speed aufbaue, um rüber zu fliegen. Ja, so auf jeden Fall nicht. Ach, scheiße, Dreck, ey. Muss ich hier nochmal durch? Anscheinend schon. Ja, ja, chill. Weg ist er. Gut für ihn, also weiterdenken. Ich verstehe es echt nicht. Weil, so das muss ich auf jeden Fall machen. Um da hochzukommen. Die Frage ist nur, ob ich nicht wieder was sehe. Da irgendwie hoch, nur wie? Wie kriege ich so viel Speed drauf? Aber weißt du was? Ich gehe jetzt hier runter, weil ich hier was gesehen habe. Hier unten ist so eine Plattform, die da lang geht. Nur komme ich da glaube ich nicht hin. Ah, ich kann ja auch noch mal runter. Das ist die Plattform. Naja, jetzt auch mal ehrlich. Wie soll ich da so viel Geschwindigkeit aufbauen, dass ich hier halt so durchgleite, quasi. Das bringt mir auch nichts. Ich muss irgendwie da hochkommen. Die Frage ist halt, wie? Weil, hä? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel dahin schieße oder da.
klein, ist ja egal. Und dann gucke. Ja, ich sehe hier diese Leiter oder Treppe. Fuck! Ach nee. Kacke. Ich steck's gerade echt nicht. Ich muss ja hier durch. Und dann muss ich ja hier durch. Kann ich hier noch irgendwas aktivieren? Ich muss anscheinend durch diese Tür. Ja, weg ist der. Ja, weiterdenken, das sagst du so leicht. Theoretisch müsste ich hier runterspringen. Und irgendwie in die Wand reinklatschen, dass es mich hier nach dort drüben ballert. Nur wie mache ich das? Ich meine, hier war ich ja auch schon. Kann ich hier drauf balancieren? Als ob. Ah, das bringt mir ja nichts. Was soll ich hier machen, wirklich? Ich komme hier nicht hoch. Ich muss dadurch, durch das, hier rüber hüpfen. Die Frage ist, wie werde ich so schnell, dass ich darüber hüpfe? Ich weiß es ehrlich gesagt einfach nicht. Das hier platziere und ich sag mal jetzt so durchrenne. Ah, wer hätte es gedacht? Hier ist auch nichts irgendwie. Oder muss ich? Warte mal. Warte mal. Eventuell habe ich eine Idee. App. Das ist der Trick. Wenn das funktioniert, dann keine Ahnung, was ich bin, aber anscheinend ziemlich gut. Ja, wäre auch zu schön gewesen, hätte das geklappt. Aber ich glaube, ich denke gerade nicht ganz so falsch. Ich glaube, das ist schon mal ein richtiger Lösungsansatz. Also hier straight bringt nichts. Ich denke mal, ich muss hier so raus. Ungefähr. So. Okay. Ab mal. Wenn ich hier durchgehe, wird alles resettet. Kurz Lucky Lucky machen. Springen kann ich nicht. Ich weiß nicht, vielleicht ist das Richtige. Abwarten nochmal. Los geht's. Ah, okay. Ich hab bloß das falsche Ding. Willkommen im Enrichment Center. Seit die Teilnahme am Test für alle Mitarbeiter zur Pflicht wurde, hat sich die Qualität der Testsubjekte dramatisch verbessert. Die Mitarbeiterbindung hingegen nicht. Daher werden wir in Zukunft für menschliche Testobjekte keine Verwendung mehr finden. Vorher stehen aber noch einige Dinge aus. Die Fennigfuchser meinten, wir könnten uns das Mondgestein nicht mal leisten, wenn es 7 Dollar kosten würde, geschweige denn 70 Millionen. Haben es trotzdem gekauft. Haben es gemahlen und zu Geld vermischt. Und weißt du was? Gemahlene Mondsteine sind pures Gift. Ich bin todkrank. Aber sie sind tolle Portalretter. Wir testen gerade, ob sich durch die Verwendung dieser neuen Portale das Mondgift aus der Blutbahn entfernen lässt. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Denken wir positiv und forschen weiter. Das ist durchaus. Ich wäre dir dankbar, wenn du diese Tests so schnell wie möglich durchführen könntest. Carolyn, bring mir noch ein paar Schmerztabletten. Ich glaube, der Typ ist krank. Also nicht krank im Kopfsinne, wahrscheinlich körperlich, weil er ja Tabletten nehmen muss.
Okay, hier auch immer Plakat, dass man sich dafür wahrscheinlich eintragen soll, um zu testen. Wer ist das? Das ist Cave Johnson. Schön, dass wir ihn auch mal gesehen haben. Kann ich hier irgendwas machen? Hier ist ein Knopf. Gut. Caution, wait for... Adrendent oder so? Das heißt, wir werden jetzt weiter getestet quasi, obwohl wir schon so weit sind. Und der Falsche sieht krass aus. So. Weiter geht's im Text. Portal setzen. Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist, hier reinzuspringen. Kann ich das nicht weitermachen? Genau. Ich weiß nicht, ob das so muss, aber hier sind Treppen, die ich raufgehen kann. Ja, ich schaue mich mal hier draußen einfach ein bisschen um. Mal gucken. Da oben ist der Exit. Die Frage ist jetzt, wie komme ich da hoch? Ich glaube, ich muss das Zeug da drauf kriegen. Ich glaube, ich muss es so in die Richtung schießen. Ich glaube, ich muss jetzt hier. Ich glaube ungefähr so. Das klappt nicht ganz so, wie es klappen soll. Hä, wie soll ich denn das sonst machen? Hä? Gibt's nur das blaue, dieses weiße, graue Zeug hier. Ich muss ja anscheinend... Vielleicht kann ich das da irgendwie hochschießen, ich habe keine Ahnung. Hier einfach mal mit. Naja, also wirklich scheint das nichts zu bringen. Nee. Ich muss irgendwie höher kommen.
Hier bin ich höher. Komme ich hier wieder hoch? Anscheinend nicht. Hä? Das ist jetzt... Ich meine, ich weiß, dass ich von hier wahrscheinlich nach da hoch muss. Irgendwie. Nur mit diesem grauen Zeug. Forget it. Hä? Erstmal hier raus. Oh, das könnte es natürlich sein, dass ich hier hingehe. Dann sage ich natürlich hier so, jo, mach mir mal die Wand voll. Wand. Das ist irgendwie nicht die Wand. Also machen wir mal die Wand voll. So. So, dass das hier richtig durchsippt. So, dass mir das so richtig schön die Wand voll macht. So voll es geht. Setzen wir nämlich da oben im Portal hin. Nächste Linie. Und die ganze Zeit. Jo. Das klappt. Anscheinend muss ich das bloß hier machen. Weil an der Wand lohnt sich das nicht so. Oder ich probiere es einfach mal an allen Wänden aus. Stop! Hallo! Dankeschön! Jetzt haben wir die ganze Scheiße voll gekleckst. Jetzt muss ich halt nur austesten, wie ich fliege. So, und dann muss ich mir halt hier den Punkt setzen und dann fliege ich da theoretisch hoch. Kacke. Ich setze mir das Orange mal ein bisschen niedriger und das ein bisschen hinter. Na, also wirklich klappen scheint das jetzt nicht irgendwie, aber... Es scheint irgendwie die einzige Möglichkeit, weil das ist die einzige Wand... Alter. Hier müsste dann das Portal. Dann müsste ich ja. Ne, ich muss das Orange schnell wegnehmen.
Weil wenn das hier ist, ich das Raum nicht mehr wegnehme. Das geht ja dann auch nicht. Ich kann aber auch. Ja, da oben ist zu wenig Fläche. Wenn ich hier rausgepfeffert komme. Ich glaube, ich habe einfach eine bessere Idee. Ich nehme das hier. Tu das hier nochmal hin. Oh. So nochmal. Ach, fuck it. Ich nehme jetzt dich als Punkt. Oh, ja gut, das wollte ich jetzt nicht, aber... Ich stelle mich mal wieder wahrscheinlich richtig blöd an. Du musst hier hin. Ich muss wahrscheinlich die ganze Zeit mitnehmen. Nee, bringt ja nichts, Alter. Kann es sein, dass ich hier rüberfliegen muss, da drauf und dann da durch? Nur ich weiß nicht wie. Oder stelle ich mich gerade einfach nur wieder richtig dumm an? Weil ich verstehe es halt nicht. Wenn ich jetzt hier so durchgehe. So. Okay, das geht. Ey, nee. Ich dachte schon. Das heißt, ich springe ja hier raus. Komme hier raus. Boah, ich muss hier rauskommen. Das heißt, ich darf hier nicht rein, sondern ich muss hier durch. Wie mache ich das, dass ich quasi so fliege und nicht so? Ich glaube, ich bin gerade echt zu blöd dafür. Oh Scheiße. Ich muss ja quasi von oben. Nee, ich muss von irgendwo durch und dadurch. Aber wie mache ich das? Weil... Ich sag mal so... Guck, das hat sich jetzt nicht so viel gebracht. Ja, so fliege ich schon mal nicht schlecht. Ach komm! Obwohl, nee, komm, warte. Ich glaube, ich google das ganz kurz. Ein Moment. Also, ich bin gerade echt zu blöd, es rauszufinden. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie ich es machen soll, weil ich finde ja hier wirklich nichts. Hier bin ich ja raus. Ja toll, das bringt mir ja nichts. Außer ich finde einen Weg, da irgendwie wieder hochzukommen, aber das bezweifle ich mal ganz stark, dass ich da wieder rauskomme. Diese Gitter werden ja auch nicht für umsonst hier sein. Naja, ich mache jetzt einfach kurz eine Aufnahmepause und suche mir das raus und dann sehen wir uns sofort wieder. Bis gleich.